Willkommen, willkommen, willkommen. Ein weiterer Teil, ein Jahr, tausend Wunder. Für die Verwunderten, was denn das sein könnte, wo der Finger so eigenartig wackelt, da kommt eine Infokarte, wenn man keinen Werbeblock eingeschaltet hat, wo man ein Video präsentiert kriegt, wo das erklärt wird. Für die anderen, wo bin ich? Mal hier, mal da, mal dort. Aber es geht immer um dasselbe. Wir werden viel im Boden sehen. Ich habe mir gedacht, ich möchte unsere heimischen, schrägstrich angesiedelten, wichtigsten Nadelbäume herzagen, bestimmen allein von dem, was man am Boden findet. Unspektakulär stimmt und dennoch, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich so spazieren gehe und nicht immer brav gerade ausschaue, sondern einfach mal meine Birnen nach unten drehe. Dass es doch ganz gut möglich ist, dass man ja weiß, unter was man ungefähr steht. Und gleich dazu gesagt, das geht auch bei der Tanne, obwohl die Tanne keine Zapfen abwirft. Also wir haben zwar umgangssprachlich, sagen wir zu diese Zapfen, was wir da am Boden finden, ja Tannenzapfen, sind aber Fichtenzapfen in dem Fall. Die Tanne wirft ihre Zapfen nicht als Ganzes ab, sondern in Schüppchen. Also die fallen am Baum oben und dann sind oben am Baum leere Stabau und am Boden findet man Schüppchen. Aber auch die findet man eben und dann weiß man, aha, schau dich an, stehe ich unter einer Tanne. Jetzt sind wir bei einer Fichte. Ja, da ist alles Fichte, wenn man nach oben schaut. Ein gutes Erkennungsmerkmal ist eben von den Fichten, da ist jetzt zufälliges Zweigerl dran, darum sei es gleich erzählt. Ich sehe, das mache ich, das höre ich immer ein bisschen dazu. So wie die Nadeln angemacht sind, seht ihr, da sind lauter kleine Holzschupperl. Also zwischen Nadel und Zweig, wo es drauf sind, gibt's, ist, das ist das, was da praktisch jetzt so als rau überbleibt. Ja, das ist ein bisschen wie eine Feile. Das ist dieses Holzschüppchen, was typisch ist für die Fichtennadelanmacherei. Die Zapfengröße, das kann natürlich stark variieren. Also da, das ist kein Bestimmungsmerkmal an sich. Schauen wir mal. Der ist ein bisschen größer. Was da noch so umeinander liegt. Erst habe ich einen schönen großen gesehen, wenn man nicht mitnimmt, da, das ist noch höher. Also, ihr seht, das kann sich stark variieren. Passt. Ja, ich will das jetzt gar nicht in den Längen. So, was sind denn diese Zapfen? Vielleicht habe ich das Glück, dass ich nachher schon irgendwo eine Blüte finde, dann kann ich das ein bisschen herzeigen. Das sind eben die Nadelbäume, gehören zu den Nacktsamen. Das Ganze habe ich schon mal, wie das aufgebaut ist, mit der Entstehung der Pflanzeneinteilung. Da mache ich da oben wieder eine Infokarte, wo man das sieht. Es gibt ja eben niedrige Pflanzen, höhere Pflanzen und die höheren Pflanzen es werden eingeteilt in Nacktsamer und Bedecktsamer und unsere Nadelbäume sind Nacktsamer. Das bedeutet, und ich hoffe wirklich nicht, das werde ich schon finden, was wir da jetzt als verholzten Zapfen sehen, das steht auch in der Blütezeit, das ist halt dann noch klein, nicht verholzt, das ist die weibliche Blüte sozusagen und da drinnen liegt frei die Samenanlage. Also nicht in einen Fruchtknoten versteckt, wie das bei den Bedecktsamer ist. Und die machen ja Windbefruchtung, das heißt, die Männer schicken einen Pollen aus und der braucht dann praktisch nur da drinnen landen, um Befruchtung verursachen zu können. Das ist nicht wie bei der Bedecktsamer, dann, dass dann der Pollenschlauch wachsen muss und so. Also das ist der große Unterschied. Und die sehen wir jetzt dann alle anhand einer Zapfenreste. Und wenn ich ein Glück habe, kann ich auch noch ein bisschen was zwischendurch erzeigen dazu. Okay, also, das ist einmal garantiert die Fichte. Das ist das, was wir am meisten finden und am besten kennen. Und wir schauen weiter, wir finden sicher auch die anderen. So, und schaut, dann gehen wir halt so durch unseren Wald und denken sie, wenn es Licht schlecht ist, ist auch die Kamera nicht so gut und dann denken wir sie, boah, nur Fichten und überall Fichtenzapfen. Und auf einmal kommt dann ein Stö, wo man, wenn man es nicht sieht, weil man gerade nach oben schaut,
sogar gespürt und gehört, ah, was ist da los? Nämlich, wir sind unter einer Tanne. Oder zumindest vielleicht sogar unter zwei. Aha, also da, ja, okay, ja, das ist tannig. Das ist fichtig, aber es geht ja um die Reste. Schaut mal, da am Boden, die sehen wir einen Haufen Schüppchen. Ich nehme da jetzt ein paar in die Hand, dass ihr seht. Ja, also das sind lauter Schuppen und so schuppt sie die Tanne ihre Zapfen ab. Also da fallen dann diese Einzelschuppen ab. Ja, da sehen wir das, alles voller Schuppen. Also ihr werdet nie einen Tannenzapfen, außer der Wind oder der Sturm hat ihn runtergehauen sehen, aber diese Schuppenreste. Ich meine, man muss jetzt schon erzählen, man findet auch unter Fichten manchmal entschuppte Fichtensapfen, weil natürlich auch es Tiere gibt, die was das natürlich gerne mampfen. Und Eichhörnchen zum Beispiel, das schaut dann aus wie ein abgenagtes Maiskölbchen der Fichtenzapfen. Aber das kennt man, das schaut anders aus. Und wow, schaut mal, wie geil ist denn das? Da, lauter Keimlinge. Ja, jetzt ist halt die Frage, ist es ein Tannenkeimling oder ein Fichtenkeimling? Natürlich kann es beides jetzt sein. Das weiß ich jetzt nicht genau. Da kenne ich mich noch zu wenig aus. Aber toll. Schaut's. Also, wir haben ja schon ein Keimlingsvideo gehabt. Keimlinge? Ja, oh ja. Das verlinke ich da oben. Also, da habe ich eine Keimlingstour mit euch gemacht. Und da haben wir jetzt praktisch noch einen Zusatz. Ganz klar, also junge Tannenkeimlinge haben wir da. Ist eine tolle Sache. Schaut, die haben noch das Zipferl auf, weil die Samen, die sind ja geflügelt. Also der Flügel ist da schon ein bisschen kaputt, aber das fliegt ja praktisch durch die Welt. Und dann, wenn er Glück hat, kommt er wo an und dann kommt er und dann sehen wir da praktisch jüngstes Leben. Ah, toll. Also ja, es gibt ja echt gute Tage, auch wenn es recht trocken ist. Okay, Tanne, nochmal, man kann natürlich auch die Stämme mit einer Kamera und auch so, das bringt wenig mit aufschauen, auch wenn man es schon auch sogar vom Nahbild von der Weiden erkennen kann, aber die Stämme schauen dann doch anders aus. Also haben wir Tannenstamm, haben wir Fichtenstamm. Wir sagen ja auch Rotfichte, also seht ihr das, also da dieses Rötliche ein bisschen, wenn man da überall reinschaut, wirkt es rötlich bei den Fichten, darum sagen wir auch Rotfichte zu unserer Fichte. Und mein, da ist jetzt bemoost, aber wenn wir genauer schauen, da hier rüben ist das jetzt da, also Weißtanne, sagen wir ja auch zu unserer Tanne. Also das sieht man da dann auch am Stamm ganz gut. Okay, aber es geht ja um Bodengeschichten und wir schauen weiter. Es gingen uns ja nur ein paar ab. Schaut, ein weiter großer Vertreter von unseren Nadelbäumen ist die Lärche. Ja, und die zeichnet sich eher aus durch die, wie soll ich sagen, Kleinheit, so sagt man, Kleinheit ihrer Zapfen. Man sieht da alles Zapfen. Diese Zapfen verbleiben oft längere Zeit, also mehrere Jahre am Baum und dann findet man zum Teil eben, wenn der Sturm gegangen ist, auch solche Altzapfen, Altäste, wo ein Haufen Zapfen rum sind. Schauen wir mal. Wo man da, also auch da noch gut erkennbar, aber das ist eben dann schon ein öderer Zweig. Das kann oft da wirklich ein Nächtel drauf umeinander hängen, aber gut erkennbar. Da sehen wir auch voll schön, also da eben die Zapfen, und da sehen wir voll schön an diesen Kurztrieben, also diese braunen Noppau, was da sind. Da sind dann diese für die Lärche typischen Nadelbüschel dran gewesen.
Und die tirkt ja in der Nacht aus. Also die Lärche ist jener Nadelbaum bei uns, der was im Winter also Nadeln abwirft und dann erst jetzt wieder ergrünt. Wenn wir da schauen, das ist der Stamm dazu. Und da oben geht es gerade los mit dem frischen Grün. Da komme ich jetzt nicht rauf. Nein, geht nicht. Aber wir werden auch noch was sehen, dass ich die Nadeln vielleicht auch noch dazu herzeigen kann. Okay, also unsere Lerche. Auch gut erkennbar am Zapfau. Am Zapfau. Ein weiterer Vertreter, der was bei uns mittlerweile häufig zu finden ist, ist zwar nicht heimisch, sondern kommt aus Amerika, ist die Douglasie oder auch Douglas-Tanne genannt. Und die hat sehr auffällige Zerpfen, weil schaut zwischen diese Großschuppen, schauen da solche Dreispitzschupperl hervor. Also das gibt es eben nur bei der Douglasie, das ist unverwechselbar. Und ja, also das zeichnet die Douglasie aus. Schauen wir mal, das ist ein alter Zapfen, da sieht man das nicht mehr richtig. Aber da, auch da sieht man das voll schön. Ich gucke, ob man da einen Jung. Ja, die, auch das ist schon wieder. Also bei der Douglasie ist so, dass die, also wieder ein Nacktsamer natürlich, und da reifen die Samen im selben Jahr der Befruchtung. Das ist nicht immer gleich. Die Kiefer zum Beispiel, zu der kommen wir ja erst, da ist es so, dass die erst im zweiten Jahr reifen und dann im dritten Jahr ausfallen. Bei der Douglasie reift das für jetzt auf gleich sozusagen und die Zapfen fallen, so wie eben bei Fichte, sofort dann ab. Also da. Ja. Aber eben super erkennbar an den Zapfen, und auch die Borke ist ganz eine eigene. Das ist die Douglasie, wenn es älter ist. Ich habe da jetzt leider keine junge, weil ganz junge Douglasien haben, das sieht man da natürlich nicht mehr, haben Harzgallen. Also die haben einen glatten Stamm mit solchen kleinen Blasen drauf. Wenn man drauf druckt, dann kommt ein flüssiges Harz raus. Muss man aufpassen, weil auch die Riesentanne hat das. Also da muss man schon sich dann die Nadeln auch noch anschauen. Schauen wir mal, ob ich da zu den Nadeln dazukomme. Ich meine, Nadelvideo wird sich eher mal ja, also das sind die Nadeln. Ich nehme mir da einen Zweigerl. Danke. Von der Douglasie. Ja, wenn ich es schon habe. Also schaut, das Anmachen bei den Nadeln ist nämlich eine Mischung zwischen Tanne, die was ja ein bisschen wie mit Haftscheiben am Zweig angemacht ist, und Fichte, die was so ein Holzkielchen hat. Also wenn man eine gescheitere Kamera hätte, dann würde ich euch jetzt zeigen können, dass das da genau ein Mittelding ist. Und auch, also sie hat ganz weiche Nadeln, und die Unterseite hat wieder ein bisschen was Tanniges, nämlich so weiße Streifer wie zum Erkennen. Und der Geruch ist, finde ich, von der Douglasie ist der verführerischste. Also wenn ich einen Tee mache, dann folge ich einen Douglasien-Tee. Also ist für mich der geschmackigste. Aber ja, um das geht es gar nicht, sondern es geht ja um die Zapfen. Somit schauen wir nochmal, wie das ist, wenn man so stolpert durch den Wald und dann, schau, Douglasie. Okay, es fehlt uns jetzt nur wer, nämlich die Kiefer. Ja, und die findet man sicher auch noch. So, schaut, da habe ich das Glück, dass ich bei einer Lerche dazukomme, dann kann ich die Blüten ein bisschen herzeigen. Das gleicht sich eh ein bisschen, vielleicht erwische ich eh eine Fichte an, und zur Tanne habe ich keine Hoffnung, dass ich raufkomme. Bei Kiefer habe ich auch keine große Hoffnung. Aber ja, stellvertretend. Man sieht, also das da ist die weibliche Blüte. Man sieht da schon dieses zapfenförmige. Und da, diese braunen Sackerl, sind die männliche Blüte. Also die geben praktisch Pollen ab. Ist ja windblütrig, das Ganze, also das setzt auf Windbefruchtung, Windbestäubung, und hofft dann auf Befruchtung, dass ich das richtig sage. Ja, also da sieht man, das sind so Kurztriebe, keine Nadeln dran, Männer, und da auch ein Kurztrieb, aber mit Nadeln, Frau dran. Schauen wir, ob ich da, schaut, da hängen auch, da ist das mehr, also da hängen noch drei Frauen,
Und da hängen auch ein Haufen Mauern drunter. Und das kann, die sind noch nicht richtig am Stauben, aber das kann oft wirklich stauben. Ja, aber dann haben wir das auch gesehen, weil das ist eben anders wie bei unseren klassischen Blütenpflanzen, die was ich immer herzeige, weil da sage ich ja immer, die haben einen Stempel. Und der Stempel ist sondern ist ein verwachsenes, zu einer Röhre, leinhaft gesprochen, verwachsenes Fruchtblatt. Die Ankeimblättrigen haben Blödsinn, was redet denn mir sagen? Nicht die Nacktsamer, die haben das Fruchtblatt nicht verwachsen, sondern das liegt praktisch relativ offen und wenn dann Pollen angeflogen kommt, dann kann sie der direkt in die Samenanlagen dazulegen. Laienhaft gesprochen. Aber das ist der große Unterschied. Schauen wir mal, ob ich irgendwo. Jetzt habe ich natürlich keine Blüte nicht da, aber ist eh wurscht, ihr habt es glaube ich eh verstanden. Okay, also das ist eine Lerche, da haben wir gesehen, wie das mit der Blüte ein bisschen ausschaut. Und da sehen wir eben auch, dass die Zapfen vom Vorjahr noch dranhängen. Das kann da wirklich bis zu 10 Jahre dann draufhängen. Ihr habt eh gesehen, wie ich erst die Bodenzapfen hergezeigt haben. Manche waren schon richtig verwittert, also die werden dann vom Sturm abgerissen. Ja. Okay, also das war jetzt ein Beispiel Lerche, dass man auch einmal diese unscheinbare Baumblüte gesehen hat, unter Anführungszeichen unscheinbar. Und die Männer, das kann ein richtiges, staubiges Spektakel sein, aber vielleicht erwische ich das noch bei einer Fichten. Schatz, und als letztes eben die Waldkiefer, da sei gleich dazu gesagt, es gibt viele Kiefern und die können die Waldkiefer besonders auch, kann sehr vielgestalt von der Wuchsform sein, also das kann eben so wie da sein, dass es lang aufgeht und erst oben grün ist, gibt aber auch, dass es da runden Verzweigungen gibt, also da muss man einfach schauen, vielleicht ist es am besten zu erkennen, wenn man nach oben schaut. Ich weiß nicht, ob das meine Kamera machen kann, aber oben wird der Stamm so glänzig. Also da ist er rötlich. Ja, das sieht man nicht gescheit. Aber Waldkiefer eben nach oben kriegt so eine Spiegelrinde. Herunten hat es eben diese großen, groben Platten. Ja. Aber es geht ja um die Zapfen. Die Zapfen sind relativ klein, von der Größe vielleicht sogar ähnlich die der Lerche. Der große Unterschied ist eben, dass viel derber sind. Schauen wir mal. Hosentaschen. Hosentaschen. Ja, alle Zapfen in der Hosentaschen. So, nicht so. Da. Also da haben wir die Lerche noch im Vergleich. Und das ist eben der Kiefernzapfen. Fallen auch als Ganzes ab. Bei der Kiefer ist es eben so, dass die Reifezeit viel länger braucht. Also die werden erst im zweiten Jahr reif und im dritten Jahr zu Beginn fallen sie aus. Ja. Jetzt merke ich gerade, eigentlich wollte ich noch woanders hingehen, weil ich noch einmal nach einer Fichte suche, wo ich euch die Blüte zeigen kann. Aber nachdem wir eh schon... da bin ich. Grüß euch. Nachdem ich eh schon die Lerchenblüten hergezeigt habe, lasse ich es einfach und wir schließen. Ich habe da jetzt nochmal eine Zusammenfassung. Wir haben gesehen, als erst die Fichte, also Fichtenzapfen, schaut ungefähr so aus. Die fallen als Ganzes ab. Wir haben dann gesehen, die Tanne, da habe ich nichts mit, weil da gibt es keine Zapfen, sondern nur die Schuppen. Wir haben dann gesehen, die Lerche, das ist die, also da bleiben eben diese Zapfen auch ganz lang am Baum erhalten. Die können bis zu 10 Jahre oben hängen. Irgendwann haut es der Sturm runter. Aber die, ja, seht ihr, das ist jünger. Das muss nicht ewig lang oben sein. Dann haben wir, da noch einmal letztes Mal Lerche. Dann haben wir gesehen, die Douglasie, und das, wenn man sich das da jetzt anschaut, also das ist ja wirklich der unverwechselbare mit seinen drei Zack-Schupperl da. Und da nochmal Douglasie. Und am Schluss habe ich jetzt eben noch gesagt, die Waldkiefer. Kiefern gibt es ja viele, also ich weiß nicht, bei mir finde ich manchmal, seht ihr die Panzerkiefer und beim Wandern am Berg letztens mit meiner Halten haben wir die Schwarzkiefer gehabt und da, die Schwarzkiefer hat echt große Samen, also das kann man dann wie Pinienkerne rausknacken. Okay, aber wir haben somit alle großen Vertreter gesehen von den Nadelbäumen, die was bei uns umeinander stehen im Holz. Und
ja, somit lasse ich es einfach auch gut sein. Aufruf in eigener Sache, wenn das Ganze gefällt, was ich da mache, bitte denkt an einen Daumen hoch bei den Videos, kommentiert schön fleißig, abonniert und bleibt auch Abonnenten, auch wenn sie vielleicht irgendwann dann mal nichts mehr tut, weil ich habe nicht vor, dass ich das immer mache. Und wer mich noch näher oder mehr unterstützen will, der kann das mit meinen Affiliate-Links hier anschauen. Auf der Homepage gibt es auch einen Bereich, wo man die Unterstützung genauer nachlesen kann. Eh unter jedem Video, glaube ich, auch Link. Okay, dann sage ich euch für heute Baba. Ha, ich kann winken. Also, Baba.